Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein Hörbuch. Da möchte ich doch wenigstens eine PS4 mit einer Gratisausgabe des Spiels. Ha! Naja, kleiner Scherz. Ich such mal weiter. So, Gespräch mit dem ersten Seher. Realitäten, in denen Win. Realitäten, in denen Wün. Realitäten, in denen Wien. Beispielsweise. Lach nicht, du Arsch. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Freut mich zu hören. Meinen Nachforschungen nach müssen wir zwei Materialien besorgen, die ich nicht in Arc nicht... Ich sollte weniger saufen beim Arbeiten. Die Ra'alim haben verstanden, dass... Die Ra'alim. Die Ra'alim... Die... Balata Shera. Larata... Nee, Ralat. Aber... Na schön. Komm, Arif. Elef. Versuch mal eher so, dich reinzujabbern. Ach so, okay. Seit einem Mond. Ich bin mit einem Handelsschiss... Handelsschiss ist schön. Spielmannstruppen. Gaukler. Die wenigsten fahren den Eterna reisen allein. Schau dich an, Saira. Nach allem, was passiert ist, bist du nicht im Text. Seid ihr taub? Haut ab! Entschuldigung. Das Blatt hat es sofort getan. So, da muss ich aber umblättern zwischendrin. Oh, warte. Kannst du die nebeneinander sonst hinpacken? Ja, voll gut. Oh mein Gott. Stimmt, das kann man mit Blättern tun. Schaut mal wieder vorbei. 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 Schaut mal wieder vorbei. Vielleicht macht Tarael auch Sprachtraining. Der kleine plappernde Kaplan klebt peppige poppige Papplakate an die klappernde Kapellwand. Als Gabi Pop im Copyshop dem Möpschen Bobby Häppchen gab, da schnappte Bobby Gabis Top und tobte mit dem Lappen ab. Stopp, rief der Boss von Copyshop, Frau Pop, wir sind kein Stripper, Klopp und Gabi Pop trieb irgendwelopp und Stopp, Mops, Bobby durch den Shop, gib Pederstop, gib Pederstop, auf Gabi Bobby in den Kopf, anschluss mit dem Mauchertab, da schnappte Bobby auch den Slap. Glaub nicht, dass er das macht. Na! Oh, nee. Dann zeigt mal, was ihr könnt, Prophet. Dann zeigt mal, was ihr könnt, Namenlose. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Scheiße, das hab ich dir noch nicht. Die Ralata. Unser Vater hat mal wieder seinen ganzen Sohn versoffen. Ja, sehr schön. Auf zu lachen! Und wie habt ihr Bruder Zorn kennengelernt? Auch von eurem Kontakt? Upsa, sorry. Der Seher stößt ans Mikrofon. Büromarkt Hansen? Mensch, du hast doch heute eine richtige Tour auf dem Zettel, sag mal. Nee, ich bin bürobedarfstechnisch ausgerastet. Ausgestattet. Und ausgerastet ist meiner Herr. Ausrasten meiner Herr. Was? Wir brauchen nochmal die Scheiße. Okay. Okay, nochmal Scheiße. Ja, Marvin wollte noch eine Scheiße haben. Wir brauchen noch eine Scheiße, was geraschelt hat. Ja. Okay. Ja, warte, zu persönlich. Ba. Ach da, genau. Bumm, stirbt, fertig. Ah. Genau, wir sind auf Seite 5 und auf Seite 8 sterbe ich schon. Schade. Aber verständlich. Wisst ihr, ich habe jemanden gesehen, der mir mal... der mir mal sehr wichtig war. Verdammte Stahlkrabben. Verdammte Stahlpisser. Verdammte Stahl... Herrgott. Verdammte Stahlkrabben. Mann! Was? Ein, der so offensichtlich war, dass ich mich frage, warum wir nicht von selbst darauf gekommen sind. Das Wort der Toten. Ich wollte Torten sagen. Ja. Ich habe meinen Körper hingegeben, also sie hat masturbiert. Ja, ja. Das ist so ein bisschen angewidert, sehr angewidert von sich, dass das vielleicht noch... Ja, okay, klar. Was soll man denn auch machen die ganze Zeit damit? Ja, genau. Yes. Aber das ist ja... Hallo? Voll Leben und so, ne? Ja, ja. Oh Gott. Kein Wunder, ist die wahnsinnig geworden.
Oh nein! Fuck! Nicht. Das wird doch nicht. Das wird doch nicht besser. Gern. Schreitet wohl und möge euer Stetsweg eben. Euer Stetsweg eben sein, alles klar. Ihr seid wirklich gemein zu mir! Okay, es grunzt. Er steht grunzen. Okay. Ich glaube, es ist eher Schnaub. Okay. Was ist denn Schnaub? Genau, okay. Hey! Nee, schlechten. Hey! Nee. Hey! Dal Marak. Del Merrick. Ich hab keine Ahnung. Der Ordenshüter der Talgab-Bewohner. Nicht rief Dunfeier. Ich hab ja, ich sag ja gar nicht meinen Satz hier. So Scheiße, wo bist du denn? Rucksack, Rucksack! Einen Rucksack! Was? Ich hoffe, man hört den Mund jetzt nicht, genau. Was mal hat er gemacht? Er leckt sich die Eier. Lasse, hör auf. Ruhe im Saal. Sorry, der Hund hat sich gerade die Eier geleckt, das hat man gehört. Vielleicht. Okay. So, passt nicht zur Stimmung gerade, ne? Lass das bitte. So, ihr lieben Leute, das war's. Jetzt mach ich mir einen Kaffee. So, viel Spaß beim Schneiden. Bis dann. Ciao.